Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, spielen wir gerade Minecraft. Und zwar sind wir auf einem Event-Server von Nitrado. Dies findet gerade statt vom 1.8. bis zum 31.8.2021. Geht es darum, eine Story durchzuspielen und Sachen zu finden und das Rätsel zu lösen. Es gibt auch kleine YouTube-Videos dazu. Ich werde euch gleich mal das Einsteiger-Video zeigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir schauen uns das Einsteiger-Video an. Von dem Event. So. Die Nitrado Sommer Event Story ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder existierenden Personen, Firmen oder ähnliches ist reiner Zufall. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden in Kürze landen. Bitte schnallen Sie sich an und klappen Sie die Tische nach oben. So, da sind wir zurück in Minecraft. Ja, das war jetzt die kurze Einführungsvideo. Also, ja. Und wir werden uns jetzt mal vom Spawn wegbegeben. Wir werden uns einfach mal schauen, was hier alles gibt. Das sehen wir schon unter dem Knopf. Sieht man jetzt schlecht, jetzt sieht man es besser. So, wurde schon geklickt bisher. Wer ist denn das hier? Okay. Was hat der zu sagen? Nix? Okay. Gut, er redet nicht mit uns. Haben wir hier Katz die Umgebung. Okay. Das ist die Frage. Wo sind wir? Hier steht auf jeden Fall, wenn wir hier irgendwo angezeigt werden. Ich glaube offenbar wohl nicht. Da oben rennt nämlich einer rum. Okay, das wird einfach nur eine Abbildung von der Karte. Das ist alles. Okay. Schauen wir mal weiter. Halt, wartet mal, Leute. Ah, genau, diese hier. Die Teile hier. Die hier müsst ihr einsammeln. Das ist ein Art Gewinnspiel. Ich habe vorhin noch eins gefunden. Das war hier drin. Das ist direkt am Rathaus. Nämlich hier. Was ist eins? Ich habe schon 4 Stück von denen gefunden. Ja. Ja, hier ist unten ein Papagei. Naja, und hier ist auch eins, für alle, die es wissen wollen. Das habe ich auch schon eingesammelt, aber jetzt gehen wir mal weiter. Und schauen wir am besten, kann man dieses Haus rein, okay, die Türen kann man bewegen. Aha, hier ist etwas. Das nächste. Eine Dusche. Okay, jetzt duschen. Fertig. So. Achso, und es gibt ein Nitrado Textur Pack oder ein Resource Pack, sagen wir es mal so. Das bitte runterladen, weil du ab und zu mal Sounds hast, die du hören musst, die story-relevant sind. Ja, ihr könnt es entweder mehr auf dem Server Giant runterladen oder euch manuell auf der Nitrado Seite holen. Das wird alles noch erklärt, wenn ihr das Tutorial durchspielt, euch durchlest und alles, dann wisst ihr genau, um was es geht. Das habe ich jetzt nur vorenthalten, weil das war jetzt nicht wirklich spannend, als wir ein paar Infos bekommen, musst es auswählen, aus welchem Land du kommst, Deutsch, Österreich oder Schweiz oder ein ganz anderes Land. Bei dem Gewinnspiel kannst du hier was gewinnen. Und das geht halt nur, wenn du in Deutschland, der Schweiz oder Österreich wohnst.
aus dem anderen gilt es nicht. Du kannst trotzdem mitspielen, die Quest durchspielen, aber du gewinnst halt keinen Preis. Ja, du spielst einfach die Story durch. Oh, okay. Gut. Gehen wir weiter. Das bringt jetzt gar nichts. Wenn wir jetzt hier ins Haus reinlaufen, ist die Folge gleich wieder vorbei. Dann habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Und das wäre dann, glaube ich, auch eh zu langweilig für euch. Wenn ich einfach nur in jedes Haus reinrenne und solche blöden Dinge suche. Das können wir mal dann machen, wenn die Story mal durchgespielt haben. Deswegen nutzen wir jetzt einfach mal Kompass. Okay. Wir laufen einfach mal den Kompass nach, würde ich sagen. Ein Papagei. Das ist ein Spieler. Ah, ja, genau. Hat man am Anfang schon gesehen, das hier, das Gebäude mit dieser Aufschrift. Wir werden jetzt hier mal reingehen. Ah, guck mal da. Haben wir wieder eins gefunden. So, jetzt werden wir mal kurz hier hochgehen. Okay, die alle GG schon. Nice. Ja. Sind die nicht wirklich gut versteckt? Wenn er alle 1000 gefunden hat, oder er hat wirklich viel Zeit gehabt. Wir werden uns wahrscheinlich so eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit nehmen für das ganze Folge. Aber jetzt werden wir erstmal hier anfangen. Hola, meine Freundin. Willkommen in Snapdown. Mein Name ist Carlos Alonso, der Touristenführer. Wie kann ich dir helfen? Okay, was kommt unerwartet? Magst du Vögel? Jessica Nelson, angehende Polizistin. Und ja, wer mag keine Vögel? Ich bin neu in Snapdown und würde gern mehr über die Stadt erfahren. Da bist du bei uns Paradiesvögeln genau richtig. Na, dann ist ja gut. Ich dachte schon, ich hätte mich im Gebäude vertan. Hast du einen Vogel? Wie bitte? Das nehme ich mal als ein Nein. Nun, ich könnte dir einer meiner Papageien mitgeben. Das ist meine Masche. Ich selbst verlasse das Touristenzentrum nur ungern. Wie du sicherlich weißt, sprechen Papageien alles nach, was du sagst. Ob du willst oder nicht. Zum Beispiel, Chio hier. Er ist schon seit Jahren ein verrückter Begleiter. Okay. Dann wird er dann klingen. Koffer? Vielleicht. So verrückt wie du. Und kann dir die Umgebung genauso nahe bringen, wie ich es tun könnte. Ja, nun, das kam unerwartet. Wenn Chico mir alles zeigen kann, dann nehme ich natürlich gerne an mich. Muy bien, aber bitte nicht mit Keksen füttern. Davon hat er zu Weihnachten zu viel bekommen. Richtig. Vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Sisi. Unser Papagei. Juhu. Da haben wir den ersten. So. Was steht da? Stadtkarte 1 Euro, Touristenführer 3 Euro. Okay, im Kopf ist nichts mehr. Und sein Handy ist auch noch nichts. Klicken wir hier nochmal drauf. Okay, hier ist nichts. Okay. Meine Freundin bringt mich so weit weg wie nur möglich von dieser Entfernung. Weit, weit weg? Du meinst also mein Apartment? Sie sehr amiga.
Okay, dann geht es wohl weiter, ha? Speed, okay. Dann laufen wir mal. Bis jetzt finde ich es echt cool. Ampel. Ah, da. Noch eins. Huch, fliegt weg. Noch ein Papagei. Muss irgendwo da hinten sein. Minecraft Sounds, ja, was fetche. Ziemlich laut, die Musik zumindest. Ein neuer Spieler. Ist hier das? Nein, okay, der Aufzug geht schon mal nicht. Okay, dann gehen wir mal. Da ist noch eins. Okay, jetzt bin ich gerade leicht überfordert, Leute. Kommt jetzt mal hier hoch. Stehe. Ne, ich glaube nicht. Hallo, Jessica Nelson am Apparat. Guten Tag, Frau Nelson. Hier ist Charles Lancaster. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug, sind gut in Schlufthorn angekommen und konnten sich schon etwas einleben. Guten Tag, Chef. Ja, ich hatte einen sehr angenehmen Flug. Bis auf ein paar Turbulenzen. Friss nicht so viele Kekse. Ich glaube, ich habe ein paar Störgeräusche wahrgenommen. Können Sie das bitte wiederholen? Nee, nee, das war nur mein Touristenpapagei. Ach, wenn's nur das ist. Ich rufe an, weil wir Sie in der Polizeistation empfangen würden. Die Adresse haben Sie ja, oder nicht? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Sollte ich mich dennoch verlaufen, dann hilft mir bestimmt mein Touristenpapagei, Chico. Das denkst auch nur du. Sissi, für einen Keks tue ich an. Na gut, dann bis gleich. Tschüss. Okay, das war jetzt kurz ein bisschen creepy und komisch. Ups, da geht's gar nicht hoch. Okay, dann heißt wohl weiter zur Polizistenstation. Das ist ja. Nee. Chico ist noch dabei. Und zu merken, hier Wohnung M2. Das wird wahrscheinlich zweiter Stock heißen. Nee, doch nicht. Wir schauen später noch genauer hin. Chico ist noch dabei und dann gehen wir gleich mal hier die Treppen runter. Da sind wir jetzt mal schnell rein. Jetzt haben wir schon 12. So. Gehen gleich hier raus. Steht hier eine Stockzahl an der Seite. Oh nein, Chico, bleib da. So, da bin ich wieder. Da ist Chico kurz entflohen. Und dann habe ich auch die Aufnahme beendet, als ich die falsche Taste gedrückt habe. Das passiert mal, kann jedem mal passieren. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Und jetzt geht's weiter zur Polizeistation. Also,
machen wir uns auf den Weg. Chico ist bei uns. Nee, nicht mehr. Jetzt bei uns. Gut, dann gehen wir mal weiter. In diese Richtung. Gefunden. Gibt es etwas Speed oder so? Ne, gibt es nicht. Schade. Gut, den Stadtpark werde ich jetzt nicht unbedingt laufen. Da schauen wir jetzt später an. Ah, halt. Voll lauter. Reden. Und die Abzeichen jetzt verpasst. Also es ist das Gebäude hier. Was nicht vor. Doch. Da. Bezirkzentrum, Polizeiwache. Liebe Kollegen und Kolleginnen, darf ich vorstellen? Jessica Nelson, unsere neue Kollegin. Vielen Dank für den netten Empfang und den Applaus. Ich freue mich, hier arbeiten zu dürfen und auf eine gute Zusammenarbeit. Herr Lancaster erwartet Sie in seinem Büro. Ich sehe, haben Sie einen dieser Touristenpapageien dabei? Dieser kann Ihnen bestimmt den Weg weisen. Danke, Frau Campbell. Aber ich finde es angenehmer, wenn Sie mich einfach nur Dahlia nennen würden. Super. Freut mich, dich kennenzulernen, Dahlia. Ich bin Jessica. Sie singen. Ich bin Chico. Ich will Kenke. Okay. Das war jetzt unerwartet. Dann gehen wir mal zum Chef. Vorher schauen wir uns mal hier Lastenauf, der natürlich nicht funktioniert. Was du schon gewesen hast, ja? Da ist einer. Ein Spieler. Ja, pst. Kann ich auch. Pst. Pst. Personal und Kleider. Vielleicht davon da sogar noch rein. Hey, da bleiben. Und so auf der Schulter. So. Hoch geht's. Da. Das schaut verdächtig aus. Wo? Ah, da hinten. Okay. Ja, aber vorher. Lancaster. Okay. Nee. Ach, das ist so verlockend mit dem Ganzen hier. Das ist so verlockend alles. Oh, bleib hier, Chico. Mal wieder. Ja, gut. Ich hab das jetzt irgendwo hin. Dann muss ich nicht verlieren. Anklicken? Ah, ja. Herzlich willkommen. Sie müssen Jessica Nelson sein. Wie schön, Sie endlich in Person zu sprechen. Die Freude ist ganz meinerseits, Herr Lancaster. Für Sie, Charles. Wir können uns direkt duzen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zum Plaudern. Aber tatsächlich wartet der erste Auftrag auf Sie. Ich gehe davon aus, dass Sie einsatzbereit sind. Ja. Selbstverständlich, Charles. Worum geht es? Alles Weitere wird dir deine Kollegin Dahlia mitteilen können. Sie wartet bereits am Eingang auf dich. Ach, und bevor ich es vergesse, hier, nimm das Funkgerät. Das wirst du sicherlich öfters benutzen müssen. Oh, ist das von Funkgerät? Okay,
Funkgerät. Handy kann die Jugend. Nein, wegnehmen kann man die nicht. Gut, dann gehen wir runter wieder zu Dahlia. Ich werde schon ihren Nachnamen vergessen, wie sie hieß. Blöder Papagei. Das ist ja irgendwo gesagt, dann ist es blöd. Okay. Hat Charles dich informiert? Bist du bereit für deinen ersten Auftrag? Ja, würde ich sagen. Wo sind wir? Okay, wir wurden teleportiert. Dann. So. Was ansteht. Zum Fall. Es wurde eingebrochen. Das Sicherheitssystem von Superior Solutions wurde anscheinend umgangen, sodass der Täter sich Zugang zum Haus verschaffen konnte. Mhm. Wir müssen alle möglichen Hinweise finden. Hiermit solltest du etwas anfangen können. Alles klar. Der Täter wird sicherlich die ein oder anderen Spuren hinterlassen haben. Ich mache mich an die Arbeit. Dass du das Haus hier rein, ja? Ja. Ja, das ist das Haus. Da haben wir schon was. Jetzt haben wir Fingerabdruck gefunden. Okay. Macht die Schätze, stimmt. In den Keller kommen wir jetzt. Doch, kommen wir runter. Gehen wir in den Keller. Wir haben jetzt nicht unbedingt das gefunden, nachdem ich eigentlich gesucht habe. Ah, oh, können wir hier dran hoch? Da schaut er mal. Sehe ich hier um. Ja, wir sind jetzt. Okay, hier ist eine zerbrochene Scheibe. Schauen wir mal hier oben. Okay, jetzt ist der Balkon. Schöne Schifflein. Gar nicht zum Fall. Auch ein Blutstropfen. Eine Wasserflasche. Hier ist etwas fallen gelassen. Bett ist aber nichts. Da ist irgendwas Weißes. Und da ist nichts. Oh. Der musste noch mehr sein. Hier. Da. Mal proben. Okay. Bad. Okay. Ist ein Bad was? Nein. Außer Toilettenpapier. Okay. Nichts. Hab ich schon. Ja, ja, hab ich schon. Ja, komm, hab ich schon. Alles gut. Ja, egal. Den. Ja, jetzt. Okay. 1-1 Zentrale, bitte kommen. Wir haben neue Informationen von Superior Solutions. Sie haben das restliche Videomaterial ausgewertet und eine Person identifiziert, die wir zur Fahndung ausgeschrieben haben. Okay, das wäre. 011 hat verstanden. Ja, dann gehen wir mal dem nach, würde ich sagen. Ja. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Als wäre unsere Aufgabe hier getan. Den Rest können wir unseren Kollegen überlassen.
Was hältst du von einem Feierabendessen im Restaurant? Hört sich nach einer guten Idee an. Welches Restaurant schwebt dir vor? Ich kenne da ein sehr gutes Restaurant im Strandviertel. Hier, die Adresse. Wir treffen uns dort. Bis später. Ja, bis später. Huch. Okay, so schnell kann es auch gehen. Zack, und der Kumpel auch gleich mit. Servus. Okay, dann geht's ja wohl da rein. Jeden Tag von 9 bis 13 Uhr, außer freitags. Schnitzel hört sich gut. Oh, hab ich nichts dagegen. Da ist unsere Kollegin ja schon vorher, will ich mich noch einmal kurz umschauen, ob vielleicht hier nicht doch irgendetwas versteckt ist. Ah, ja. Ja. Gut, dann machen wir mal. Na du? Ist der Blick aufs Meer nicht wunderschön von hier? Ja. Ja, tatsächlich. Mir fällt auf, dass ich das Meer schon lange nicht... Entschuldigung. Entschuldigung. Verurteilt mich dafür. Aber das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Nein. Erzähl. Mach mal. Ist der Blick aufs Meer nicht wunderschön von hier? Ja. Ja, tatsächlich. Mir fällt auf, dass ich das Meer schon lange nicht mehr gesehen habe. Oh, woher kommst du denn eigentlich? Ich komme ursprünglich aus Evergreen City, falls dir das was sagt. Und du kommst aus Schnufftown? Evergreen City? Oha, da war ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich bin auch kein wirkliches Stadtkind. Und ja, ich komme aus Schnufftown. Okay, also kennt sicher jeder. Hier wohnst du also, dass du dir das leisten kannst? Naja, wie dem auch sei. Ich muss noch ein paar Meter. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis morgen. Ja, bis morgen. Gleichfalls. Wir sehen uns dann morgen. Okay, weg ist er. Ich glaube, da geht es aus Polizeirevier. Oh. Ah, okay, warte mal. Wir können den umstellen. Ich bin ja komplett verrückt. Ja? Da in dem Haus ist das nächste. Ja, da schon. So, warum? Okay, aber wir machen jetzt weiter mit der Quest. Das machen wir mal anders. Besen, Mob, Waschmittel, Lappen. Schwamm, ein Hebel, Staubsaug. Okay. Ja, wir machen weiter mit der Quest. Okay, gut. Den können wir jetzt nehmen. So viele von denen. Da ist ein Lager drin. Ach, da ist noch eins. Perfekt. Okay. Ist klar. Guten Morgen, Dahlia. Dir auch einen guten Morgen, Jessica. Wie ich sehe, hast du den ersten Tag ganz gut überstanden. Heute geht's direkt weiter. Okay, was steht an? Heute kein Papierkram? Ach was, das machst du in deinem Stadium noch nicht. Kommt erst noch. Okay. Heute früh, während der morgendlichen Primetime, kam es auf der Hauptstraße in der Weststadt zu einem Autounfall. Charles hat uns beiden und ein paar Kollegen den Fall zugewiesen. Wir würden direkt aufbrechen, sofern du bereit bist. Ich bin bereit. Okay, sind wir da? Das sieht ziemlich übel aus. Wie gehen wir vor? Scheiße. Erstmal sollten wir uns ein Bild vom Geschehen machen. Nachdem die Sanitäter die zwei Verletzten drüben versorgt haben, kümmern wir uns um die Zeugenaussagen. Würden wir
würdest du den Part übernehmen? Dann würde ich das vorläufige Portfolio herrichten, beziehungsweise erstellen. So wie es scheint, wurden die zwei Personen mittlerweile behandelt. Ich bin eben beim Rettungswagen, Dahlia. Okay, dann gehen wir zum Rettungswagen. So, nehmen wir mal die Zeugen aus. Links und guten Tag, die Dame. Ich hoffe, dass es Ihnen soweit gut geht. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich Ihnen ein paar Fragen zum Geschehen stellen würde? Hallo, ja, mir geht es soweit gut. Mein Ehemann, den Beifahrer, hat es etwas schlimmer erwischt. Er ist aber auf dem besten Wege. Stellen Sie mir Ihre Fragen. Das hoffe ich. Können Sie mir ganz kurz schildern, wie es denn eigentlich zu dem Aufprall mit dem Sportwagen kam? Das ging so schnell. Wir sind vom Einkaufen aus der Innenstadt auf dem Heimweg gewesen. Ich hatte freie Fahrt und urplötzlich kam dieser Sportwagen von der Seite, wie aus dem Nichts. Konnten Sie erkennen, wer hinter dem Steuer saß? Es war auf jeden Fall ein junger Herr, vielleicht gerade mal Mitte 20. Nach dem Unfall war er ganz schnell wieder weg. Ich habe noch hinterhergerufen, aber nichts. Können Sie sich noch an das Kennzeichen oder die Kleidung des Mannes erinnern? Ich erinnere mich nur an eine weiße Jacke, mehr nicht. Super, damit können wir schon arbeiten. Dann werden wir eine Fahndung ausschreiben. Bevor ich Sie in Ruhe lasse, würden Sie mir noch Ihren Namen und Adresse verraten? Natürlich, Sabrina Schmidt und Edwin Schmidt, wohnhaft in der Schnurfgarter Straße 52. Herzlichen Dank, Frau Schmidt. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Mann eine gute Genesung. Okay, dann gehen wir zurück zu Dahlia. Und schauen wir uns mal den Autounfall an. Okay, hier brennt. Ist was kaputt? Das ist der Sportwagen da. Das ist ein Fahrradio, hinten ein Polizeiauto. Das ist der Abschlepper. Das ist das Auto, das von da kam, und der Sportwagen kam von da hin. Ich das richtig sehe. Okay, was das jetzt darstellen soll, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist ein Reifen. Ja, ist ein Reifen. Okay. Ein Krankenwagen. Okay, besseren Ausblick. Okay, ja, dann gehen wir zu Daniel. Warst du erfolgreich? Ich habe zusammen mit einem Kollegen die Spuren gesichert und das Portfolio angelegt. Ich habe mit der Zeugin gesprochen und anschließend den Flüchtigen zur Fahndung ausgeschrieben. Perfekt. Wir sollen... 011 für Zentrale, bitte kommen. Wir haben eine Person der Fahndung entsprechend ausfindig machen können. Sie befindet sich nicht weit von der Unfallstelle. Koordinaten geben wir durch. 011, bitte die gesuchte Person in Gewahrsam nehmen. 011 hat verstanden. Ha! Jetzt wird es spannend und die Koordinaten kamen auch schon durch. Wenn du den Typen findest, leg ihm diese Handschellen an. Worauf warten wir noch? Los geht's! Dann los, lauf, Jessica, lauf. So, schneller, schneller. Los, los, los. Irgendwo muss das sein. Ich glaube nicht, dass in dem Haus ist. Aber keine Abkürzung. Nicht ganz. Da. Da lang. Nein, halt. Er muss... irgendwo hier sein. Wahrscheinlich hier, oder? Nee. Nee, 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 nee. Er kann sich nicht so gut geklickt haben. Tipp mit einer weißen Jacke.
Temperanzfreche Kopierer. Eine Eismaschine. Okay, nicht ablenken. So, was so. Er muss irgendwo hier sein. Steht fest. Rolls-Royce, ja, ja. Das finde ich gut. Er muss irgendwo hier sein. Er sucht ihn ja auch. Jetzt hat er ihn nicht gefunden. Also muss er irgendwo hier rumtreiben. Ah, da. Hier ist Ende Gelände für Sie. Wir fühlen uns gezwungen, Sie vorläufig auf die Polizeiwache mitzunehmen. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden. Ein Anwalt steht Ihnen zur Verfügung. Können Sie sich keinen leisten, dann wird Ihnen einer zur Verfügung gestellt. Stopp, Jessica! Das ist... die falsche Person. Wie, bitte? Wie, die falsche Person... Das kann nicht sein. Er hat eine weiße Jacke an. In der Jackentasche. Hä? Befinden sich die Schlüssel für den Sportwagen. Er ist es. Du verstehst nicht, Jessica. Ich weiß, was ich mache. Und er ist nicht die gesuchte Person. Lass ihn gehen. Sofort. Was soll das jetzt? Hä, warum bin ich falsche? Warte, ich helfe mal kurz zum Kollegen da hinten. So, dann. Kannst du mir mal bitte erklären, was das eben sollte? Wirst du früher oder später erfahren. Sei nicht so neugierig. Wir müssen jemand anderem diesen Unfall anhängen, oder... Jemand anderem den Unfall anhängen? Hörst du dir eigentlich selbst zu? Kanntest du den Typen? Wolltest du deswegen, dass er nicht festgenommen wird? Dahlia, bitte, sag mir einfach, was hier los ist. Jetzt wird's spannend. Wenn es doch so einfach wäre... Na gut, sag es mir eben nicht. Du brauchst mich nicht mit zurücknehmen. Ich finde allein zurück in die Zentrale. Okay, da haben wir es selber gefunden. Aber der Omi, wo ist der? Ist der noch hier drauf? Ich sehe es nicht. Oh, das sind das unterschiedliche Lobbys. Doch, das Homie da. Wo mein Gott, der Stadtkarte, wir waren. Wo waren wir denn? Box. Ein Boxer. Alles klar. Okay. Ja. Ja, hier. Seht ihr nochmal schnell das Ding, wie es ausschaut. Und da. Das ist die IP-Adresse. Aber jetzt will ich nochmal das Homi. Das ist schon da. Nee. Da ist er noch nicht. Das ist das Gelbe. Mittag. Weiteres Monat. Okay.
Glaube lässt sich streiten. Wir gehen zum Chef. Okay. Aber. Ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt noch zu dem Chef oder nicht? Dann machen wir das. Die Folge ist jetzt schon zu lang. Scheiße. Okay, warte. Ich würde sagen, hiermit beenden wir die erste Folge vom Nitrato Server Event. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge im Anschluss, nämlich der zweiten Folge. Bis gleich und ciao.